Ciao. Hallo Leute, ich bin Angelina. Und ich bin Denise. Habt ihr eigentlich schon was von Aktien gehört? Nein. In diesem Video wollen wir euch kurz und knapp erklären, wie eine Aktie funktioniert. Das ist Tom. Tom verkauft Schokolade an einem Stand. Jetzt schmeckt Toms Schokolade so gut, dass er überlegt, eine eigene Schokoladenfabrik aufzumachen. Dafür benötigt Tom aber Geld. Jetzt hat Tom drei Möglichkeiten. Entweder er nimmt das Geld aus seiner Hosentasche, er nimmt einen Kredit bei seiner Bank auf oder er geht an die Börse. Toms Hosentaschen sind leer. Ein Kredit will Tom sich auch nicht nehmen. Also geht's an die Börse. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, dann geben sie Aktien raus. Und wenn ihr dann diese Aktien kauft, dann seid ihr auch die Aktionäre. Somit gehört den Aktionären ein Teil des Unternehmens. Aber was habt ihr eigentlich davon? Ihr als Aktionäre habt Entscheidungsrecht bei der jährlichen Hauptversammlung. Außerdem könnt ihr am Gewinn beteiligt werden. Denn wenn die Schokoladenfabrik richtig gut läuft, habt ihr auch was davon. Toms Schokoladenfabrik läuft so gut, dass immer mehr Menschen die Schokolade kaufen. Und dadurch steigt natürlich der Kurs. Und wenn der Kurs der Aktie steigt, freut sich auf der einen Seite Tom, aber auf der anderen Seite könnt ihr euch auch freuen. Denn dann könnt ihr die Aktie für mehr verkaufen, als ihr sie damals gekauft habt. Es gibt zwei Vorteile beim Aktienkauf. Einmal die jährliche Gewinnbeteiligung, die nennt man auch Dividende, und den Kursgewinn. Aber Achtung, der Kurs kann natürlich auch mal sinken. Denn wenn die Fabrik von Tom mal nicht mehr so gut läuft, ist sie nicht mehr so viel wert. Deswegen solltet ihr euch den Zeitpunkt des Aktienverkaufs immer gut überlegen. Und investiert nur das Geld, was ihr langfristig nicht benötigt. Und das war doch ganz einfach. Mehr Infos findet ihr in der Infobox. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns gerne in den Kommentaren. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und hier findet ihr unser letztes Video. Tschüss!